Wann lernen es die Leute? Kleine Kinder und Tiere gehören nicht in unbeaufsichtigte Fahrzeuge. Das musste jetzt auch eine Mutter schmerzlich feststellen. Was war passiert? Familienfeier geht zu Ende, die Mutter, ihr 2,5-jähriger Junge und die Oma wollen zusammen nach Hause fahren. Die Mutter setzt den Jungen in den Kindersitz auf dem Beifahrersitz des Wagens. Die Oma hat sich draußen auf eine Bank gesetzt. Die Mutter geht noch mal kurz ins Haus. So weit, so gut. Erster Fehler der Mutter. Sie hat den unbeaufsichtigten Jungen allein im Auto gelassen. Zweiter Fehler der Mutter. Sie hat die Autoschlüssel auf dem Armaturenbrett liegen lassen. Was macht der Junge? Er krabbelt aus dem Kindersitz, nimmt den Schlüssel, steckt ihn ins Zündschloss und startet den Motor. Das Auto macht einen Satz nach vorne und trifft die Oma auf der Bank. Die Oma verletzt sich an den Kniegelenken und muss umfangreich behandelt werden. Alles schon furchtbar genug und alle waren wahrscheinlich froh, dass es nichts Schlimmeres passiert ist. Aber es kommt noch schlimmer. Die Oma ist medizinisch behandelt worden. Da sind erhebliche Kosten entstanden. Ärzte, Krankenhaus, medizinische Nachversorgung und. All diese Kosten sind von der Krankenkasse der Oma getragen worden und die Krankenkasse wollte jetzt diese Kosten von der Mutter erstattet haben. Es ging vor Gericht. Das Oberlandesgericht Oldenburg hat der Krankenkasse jetzt Recht gegeben. Die Mutter muss die Kosten für die Behandlung tragen, da sie ihrer Aufsichtspflicht nicht ausreichend nachgekommen ist. Kleinkinder bedürfen einer ständigen Aufsicht. Anders als das Erstgericht hat das Oberlandesgericht in dem konkreten Geschehen keinen außergewöhnlichen Geschehensablauf gesehen und hat die Mutter dementsprechend verurteilt.